Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Stereo. Heute mit einer Band, die es schon sehr, sehr lange gibt, nämlich seit insgesamt 15 Jahren. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass sie immer so als Indie-Darlings gelten. Ob das wirklich so ist, fragen wir sie gleich mal. Jetzt begrüßen wir sie aber erstmal. Angelika Express, hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Genau, das sind zum einen die Annick und zum anderen ist das der Robert. Ja, Indie-Darlings habe ich gerade gesagt. Ich persönlich habe euch damals durch den Musikexpress entdeckt. Da wart ihr irgendwie vertreten auf dieser Sampler-CD, die immer jeden Monat mit dabei ist. Fühlt ihr das auch so? Wart ihr immer so wohlwollend aufgenommen, aufgenommen von der Indie-Presse? Ist das tatsächlich so? Ja, am Anfang waren wir schon relativ wohlwollend aufgenommen, aber jetzt liebt uns keiner mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So. Wir sind halt, wenn man zu lange dabei ist, dann kommen dann die ganzen anderen jungen Bands und werden so durchs Dorf gejagt und so. Als alte Säcke, ne? Hast du ja keinen Schnitte mehr, so muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, ganz, ganz schlau ist das halt, die Bandpolitik immer junges Blut mit ins Spiel zu bringen. Wie zum Beispiel Annick, die quasi unser Nesthäkchen ist und die Band Jüngste. So. Und die bringt dann wieder so den bezaubernden Charme der Jugend in diese Band. Ich senke den Altersdurchschnitt so ein bisschen, ne? Was heißt denn so ein bisschen? Das muss ich mir ganz indiskret nachfragen. So ungefähr. Du kannst ja überlegen, ob du antwortest. So 10 Jahre. Nicht, dass wir hier noch eine bandinterne Krise auslösen. Okay, wir vertiefen das Ganze gleich nach einem kleinen Live-Ausschnitt von der Band. Bitteschön. Juhu. 1, 2. So, und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei den Stereo mit Angelika Express. Alkohol heißt die neue Platte, ist Ende letzten Jahres erschienen. Es ist ein Konzeptalbum. Wir kommen leider um den Titel, um diesen Begriff im Interview nicht drumherum. Leider. Ja, warum leider eigentlich? Na, ich finde, das, der Begriff... Der, jetzt gerade. Du müsstest eigentlich ein Bier in der Hand haben und nicht dieses Mikrofon. Ist ja eigentlich nur als Mikro getarnt, muss man auch mal sagen. Nein, Späßchen. Aber war das so eine Sache, die ihr eigentlich immer mal machen wolltet während der letzten 15 Jahre, dass ihr. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Prost erstmal, ne? Prost. Robert? Cheers. Sehr gut. Aus Plastikbechern edles Rotwein. Ja, kann ja in jedem Gefäß schmecken. War das aber immer so eine Sache, die ihr mal machen wolltet, so ein Konzeptalbum, oder hat sich das während des Songschreibens einfach ergeben? Das hat sich irgendwie an der Theke ergeben, weil an der Theke wird Alkohol konsumiert und was macht der Musiker? Sitzt an der Theke. So. Und deswegen ist es ganz wichtig, darüber auch mal Lieder zu schreiben, die vielleicht auch nicht immer ganz so stumpf sind, wie das sonst so gerne in dem Bereich Lieder über Alkohol von deutschen energetischen Rockmusikbands der Fall ist. Da ist es ja so mehr so stumpf ist Trumpf. Und für mich als Songwriter war die Herausforderung, ein ganz kleines bisschen Tiefe in die Thematik reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich bilde mir ein hier und dort. Auf jeden Fall bin ich ganz schön stolz drauf, sagen zu können, dass das Album gar nicht so gut zum Saufen geeignet ist, sondern irgendwie, zumindest für meine Ohren, ich weiß nicht, irgendwas Nüchternes hat. So. Und Geschichte, dass man irgendwie etwas sehr Nüchternes über etwas sehr Trunkenes machen kann, finde ich ganz interessant natürlich als Songwriter. Siehst du das genauso nüchtern, Annick? Ja, also ich schließe mich da schon an. Ich finde, es ist kein, also nicht so ein Saufalbum. Ne? Wenn man denkt, es ist, also wenn man hört, das Album heißt Alkohol, es ist ein Konzeptalbum, dann denkt man, ach ja, geil, ne? Kann ich mich irgendwie besaufen und dann höre ich mir dieses Album an. Aber dazu passt es eigentlich gar nicht. Also dafür ist es einfach nicht stumpf genug. Zwar eingängig, aber es ist nicht so... Wir sind, ne, jetzt so ein bisschen wie so in der A&R-Abteilung von der Plattenfirma. Ey, das Album ist schon ganz cool, aber wenn du echt dazu saufen willst, ist nicht stumpf genug. Und wenn du irgendwie dazu joggen willst, dann geht's zu viel um Saufen. Ja, wer soll das denn hören? Wo ist denn die Zielgruppe, wird überhaupt nicht angesprochen? Gibt es überhaupt eine Zielgruppe? Das ist die Frage. Also eigentlich machen wir gerade hier
Wir legen hier dar, dass wir eigentlich total unkonsumierbar sind. Das Album ist für niemanden hörbar. Ist das vielleicht auch der Grund, warum ihr so ein bisschen in Vergessenheit geraten seid in der Presse jetzt zuletzt? Hm. Ehrlich gesagt, wir sind wieder so ein bisschen aufgetaucht in der Presse, seitdem wir dieses Alkoholalbum gemacht haben, weil die zerbrechen sich anscheinend auch darüber den Kopf so ein bisschen. Also das wurde tatsächlich nochmal sehr positiv hier und da Fachfeuilleton besprochen, während die Jahre davor war so ein bisschen Flaute irgendwie. Ich glaube, da haben alle gedacht, Angelika Express hinweg vom Fenster, aber nichts da. Jetzt sind wir sozusagen wieder da und das nächste Album ist auch schon in Arbeit auf einem ganz tollen Kölner Label unter Schafen Records. Und es gibt auch sogar ein kleines Team, das sich um die Band kümmert und so. Ich glaube, mit uns ist zu rechnen, so noch in diesem Jahr. Wahnsinn, also dann lass hier so schnell jetzt die Nachfolger folgen. Ja, doofer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Naja, das ist schon lieber, aber es ist nicht die Aufgabe eines ordentlichen Musikers, jedes Jahr ein Album an den Start zu bringen. Es ist die Pflicht, Aufgabe. Es ist die Pflicht, würde ich sagen. Es ist sogar die Pflicht und Aufgabe, die heilige Pflicht. Auf einmal sind total viele Frauen in der Band, ne? Also mindestens oder fast 50%. Man kann dir, das Interessante ist ja, man kann dir in diesem Moment, wenn du das sagst, ansehen, dass du nicht unglücklich bist über diesen Zustand. Naja, ein Raum voller stinkender Typen oder ein Raum voller stinkender Typen und wohlduftender Damen. Was würdest du lieber nehmen? Dann doch lieber irgendwie die wohlduftenden Damen, die so ein bisschen Niveau in diesen lärmenden Punkrock hineinbringen können. Ja, das Interessante ist ja auch einfach, dass das Bühnenbild dadurch auch ein völlig anderes ist und ihr euch allein dadurch ja schon von vielen anderen Bands unterscheidet. Würdet ihr jetzt mal ganz plakativ gefragt, gibt es einfach zu wenig Frauen in Rock'n'Roll-Bands? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich denke mir heutzutage eigentlich, niemand hält ja Frauen davon ab, in Rock'n'Roll-Bands zu spielen. Also eigentlich kann das ja jede machen, wie sie möchte. So, ne? Klar, natürlich, es gibt natürlich immer noch mega viele Vorurteile und so. Aber von mir aus können mehr Frauen in Rockbands spielen, definitiv. Ne? Sollen sich nicht zurückhalten. Ich finde es persönlich sogar beschämend, dass es nicht mehr davon gibt. Das ist immer so komisch. Man tritt dann vielleicht auch mal auf Festivals auf und dann sind wir die einzige Band, die irgendwie Frauen am Start hat. So. Und sonst ist das so eine Männerwüste halt. So. Ja. Diese Indie-Rock-Männerwüste, das ist ja eigentlich ganz schön dröge. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil ich glaube, es gibt auch schon Bands, aber vielleicht auch, weiß ich nicht, das ist so, hat anscheinend immer noch irgendwas Ungewohntes. Aber ich finde, das ist ein Feld, das man pflegen sollte. Es gibt natürlich das Phänomen der so Band mit Frau vorne dran, quasi, ne, wo, aber so, ich weiß nicht, Musikerinnen, mehr Musikerinnen. Mir fällt da spontan jetzt noch das Farin Urlaub Racing Team ein. Da ist auch die ein oder andere Frau, glaube ich, in der Band. Aber sind tatsächlich nur Frauen? Ja, okay, ja. Aber da hat es ja schon fast wieder so etwas Haremartiges. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das einzuordnen ist. Lieber Farin Urlaub. Aber der macht das. Aber, Urlaub. Sehr schön, Haar im Urlaub. Ja, aber der macht das an der Stelle dann halt wieder wett, ne, von den anderen Bands, dass da eben die Frauen fehlen. Ja, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, machen wir lieber mal weiter mit unserer kleinen Rubrik in der Sendung. Bitteschön. Es geht um die allererste selbstgekaufte Platte und da ist uns natürlich sehr dran gelegen, dass ihr mal davon berichtet, was das denn bei euch war. Es war bei mir, ehrlich gesagt, Michael Jackson. Das History-Album von 1995.
Und also ich fand's geil. Ich habe danach dann auch alle anderen Platten gekauft, ehrlich gesagt, ne? Mhm. Und aber ich sag mal, das erste coole Album war auch. Das ist ein cooles Album. Ey, was gibt's gegen Michael fucking Jackson zu sagen? Naja, der Typ hat es drauf. Natürlich hat das drauf, aber. Wie, besonderes Talent, was die Liebe zu relativ kleinwüchsigen. Ja, aber. Das wusste ich damals nicht. Das wusste ich damals nicht. Das haben sie über Deutschland im Krieg auch gesagt. Wir haben noch von nichts gewusst. Aber die Deutschen haben im Krieg nicht so schöne Musik gemacht. Och. Also, ich war damals 9 Jahre alt. Mir hat damals niemand irgendwas davon gesagt. Ich habe mir die Musik angehört. Ich fand das super. Und war danach Fan. Aber wie gesagt, das erste coole Album war dann auf jeden Fall Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Okay. Aber das war nicht richtig. Quasi nachgekauft. Das habe ich nachgekauft, ganz genau. Beziehungsweise meine große Schwester hat sich das gewünscht. Und ich habe es ihr gekauft. Und ich fand das Cover so interessant. Mit diesem Baby drauf, was in diesem Geldschein taucht. Und habe dann immer in meinem Zimmer die Platte schon ganz leise gehört. Weil ich dachte, was ist denn das für Musik da drauf? Das sieht ja total interessant aus. So damit sie es nicht hört, weil es war ja für sie eigentlich. Und ich fand das so geil. Ihr hat es am Ende gar nicht so gefallen. Das heißt, ich habe mir die Platte quasi wieder zurückgeklaut. Aus ihrem CD-Schrank wieder zurück in meinen. So. Und dann konnte ich auch laut hören. Und hast du ihr damit sogar noch einen Gefallen getan? Quasi, ganz genau. Also es ist immer gut, wenn man anderen Leuten das schenkt, was man dann am Ende selbst eigentlich besser gebrauchen kann. Ne? Sehr clever auf jeden Fall. Was war das bei dir, Robert? Also meine erste ernsthafte Vinylplatte war von Loriot, Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. Die zweite war auch ganz cool, war von Kraftwerk, Die Menschmaschine. Dazwischen lagen irgendwie so ein paar Jahre, das glaube ich waren irgendwie so 2-3 Jahre, in denen ich dann vom Kinderdasein in das Teenagerdasein langsam rutschte. Und das dritte Album war dann irgendwas von Hawkwind, wo auch Lemmy mitgespielt hat. So ein psychedelisches Album. Ich habe mir dann von außen die Drogenkultur angeguckt als 13-Jähriger und dachte, wenn ich groß bin, will ich auch mal Drogen nehmen. Was aber nie dazu gekommen ist. Ich habe seitdem nicht geschafft, Drogen zu nehmen. Der Sinn für mich als Songwriter, so viele Lieder über Alkohol zu schreiben, ich gebe es ungern zu, aber es ist eigentlich um, wie soll ich sagen, den Alkoholrausch zu transzendieren. Oder noch viel besser gesagt, den Alkoholrausch zu externalisieren. Das heißt, ich schreibe Lieder über Alkohol, deswegen muss ich nicht mehr so viel trinken. Und deswegen ist sozusagen die Party in Kunst gegossen worden und ich muss meinen Abendkörper nicht immer so malträtieren mit diesem verkaterten, tagelangen Stress, den man da seinen Körper zumutet. Ich habe das jetzt einfach in Songform gegossen und wenn einer irgendwas mit Rausch zu tun haben will, was von mir kommen soll, kann ich ihm einfach die Platte dahin legen, so ab sofort. Das klingt nach der perfekten Therapieform. Also Therapie dafür, dass du vielleicht vorher ein bisschen mehr getrunken hast als jetzt vielleicht. Ist das eine gewagte These? Möchtest du mich als Alkoholiker bezeichnen? Nein, nichts läge mir ferner. Aber es klang jetzt... Was ist, meinst du eher so Quartalssäufer oder vielleicht so, keine Ahnung, müssen wir schon eine genaue Analyse hinlegen. So. Nein, aber das könnte ja vielleicht auch dem einen oder anderen Musiker helfen, um... Aus der Alkoholfalle rauszukommen. Ich komme da jetzt nicht mehr raus. Okay, ich merke schon. Ja, ist schon viel zu spät alles. Ja. Okay, kann man das nur noch mit Alkohol ertragen. Ja, das ist das Problem. Musiker sind ja grundsätzlich nur aus dem Grunde on the road, weil es freie Getränke gibt. So, ne? Also es geht nur ums Freibier quasi. Backstage, keinen Cent ausgeben zu müssen für Getränke. Das kann man natürlich zu seiner Profession machen. Aber das darf man nicht vergessen. Das ist eine große Motivation für viele Musiker.
Okay. Tatsächlich, nein, also es ist noch alles gut. Ja, was wünschen wir euch denn? Wir wünschen euch weiterhin eine gute Tour, ne? Weiterhin schöne Auftritte, wie jetzt hier zum Beispiel heute Abend in Berlin im Badehaus. Und dass es weiterhin gut läuft mit der aktuellen Platte und viele kreative Ergüsse für die nächste. Oh, das wird viele, viele, viele Ergüsse geben. Da bin ich mir ganz, ganz schön sicher. Meine Güte. Okay, das lassen wir an der Stelle unkommentiert, auch wenn es schwerfällt. Euch weiterhin viel Spaß im Programm. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder und dann natürlich mit einer anderen Band. Macht's gut.